Mittlerweile hat Jürgen Brockmöller es schon mehrfach nachgerechnet. Doch die Summe bleibt am Ende immer die gleiche. Rund 1.300 Euro soll er für das vergangene Jahr an Betriebskosten nachzahlen. Und das, obwohl das Thermostat bei dem Rentner oft ausblieb. Ich habe erst mal einen Schock verdaut. Denn das war ja doch eine erhebliche Summe, die da plötzlich auf mich zukam. Und mit denen ich an und für sich in dieser Größenordnung gar nicht gerechnet habe. Also ich habe ehrlich gesagt fast auf einen Schreibfehler gehofft. Der 77-Jährige wohnt in Blankenese zur Miete, 2,5 Zimmer. Doch offenbar kaufte seine Vermieterin im März 2022 für einen viel zu hohen Preis Heizöl. Und das, obwohl der Tank laut Brockmöller praktisch noch voll war. Ich gehe fast davon aus, dass man zu keinem Zeitpunkt einen Preisvergleich eingeholt hat. Sondern man hat sich gesagt, ach, das ist unser Heizöllieferant, das machen wir lieber in dieser Krise wegen des Ukraine-Krieges, dass wir dann auf der sicheren Seite und dass wir immer beliefert werden. Um 250% seien die Heizkosten dadurch gestiegen. Und auch vielen anderen Mietenden geht es ähnlich. Beim Mieterverein Hamburg liegen Beschwerden über Nachzahlungen, teilweise im vierstelligen Bereich. Da haben wir einige Verfahren auch schon geführt. Sagerhaushalte können wir jetzt schätzen, dass ca. 55.000 betroffen sind. Aber natürlich auch ganz viele Einzelfälle, von denen wir hier als Mieterverein die Spitze nur mitbekommen bis jetzt. Jede zweite Nebenkostenabrechnung sei fehlerhaft, so der Mieterverein. Auch deshalb sollten sie genau überprüft werden, Fristen beachtet und bei den entsprechenden Ämtern Kostenübernahmen beantragt werden. Dennoch sind viele Menschen verunsichert. Diese Riesennachzahlungen können viele gar nicht wuppen. Wir haben ja Beispiele, dass die Nachzahlung so hoch ist wie das Einkommen, eines Monatseinkommens. Und das geht eigentlich nicht. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, hier muss auch vom Bund nachgesteuert werden. Der Mieterverein empfiehlt Jürgen Brockmöller, statt der geforderten 1.300 nur 500 Euro nachzuzahlen. Außerdem will sich der Rentner, wenn möglich, beim nächsten Mal selbst um sein Heizöl kümmern.